So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arc 4 Jahreszeiten. Wir befinden uns im Frühlingspark und in der letzten Folge oder nach der letzten Folge wurde ich gefragt, wie es denn den Babys geht. Da sind sie. Die sind gar keine Babys mehr. Ich war selbst ein bisschen erstaunt. Andi, weil ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass die schon so groß sind. Guckt euch mal den Alu an. Der hat auch noch gar keinen Namen, ne? Oder war das ein Mädchen? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich bin hier irgendwie ein bisschen raus durch die ganze Bauerei. Was haben wir denn da? Ein Mädchen. Stimmt, es war ein Mädchen. Und wie nennen wir dich jetzt? Wie siehst denn du aus? Du siehst aus wie ein Allosaurus. Und du? Hattest du denn einen Namen? Sir John. Stimmt, das war Sir John. Ja, Mädel, wie nennen wir dich denn? Du siehst aus wie... Genau, ich habe einen Namen für dich. Ach, warte, da muss ich ja eh drücken, ne? Namen ändern. Butterblume. So, unsere Butterblume. Ich hätte dich ja gerne Butterblümchen genannt, aber... Was druckst du eigentlich so komisch? Hast du irgendwelche Zuckungen? Hast du was mit deinem Nacken? Jetzt ist wieder gut. Okay. Butterblümchen. Aber das Umlaut, dieses Umlaut-Ding, das funktioniert irgendwie nicht. Also bleiben wir bei Butterblume. Gut, also den Babys geht's gut. Hervorragend. Ansonsten haben wir noch nichts, ne? Rexe verpaaren könnten wir theoretisch, glaube ich, auch nochmal. Ich meine nämlich, dass unsere hübsche, gute Schnirella, war sie Schnirella? Nee, die Neona wollten wir nochmal verpaaren, ne? Kann das sein? Da gucken wir jetzt nochmal gerade nach. So langsam kriege ich hier die Namen nicht mehr auf die Reihe. Wir haben hier zu viele. Oh, guck mal, die haben ganz viele Eier gelegt. Dankeschön für das viele Essen. Einmal, nein, ist auch noch was. Nehme ich doch glatt. So, gut. So, gucken wir mal. Neona, unsere super Neon-Tante. Wie sieht's denn bei dir aus? Steht das hier auch? Zeit, Wind, Temperatur, Tralala-Gedöns. Nö, hier steht's nicht. Muss ich mal Schildchen gucken. Da. Bereit zur Verpaarung in 22 Minuten. Was? Sekunden, Minuten, Stunden. 22 Stunden? Hallo? Ich wieder irgendwas in der Game-Inige geändert und habe es vergessen, wieder umzustellen. Naja, gut, okay, gibt's keine Rexe. Was haben wir hier sonst noch? Schnirella. Schnirella, du Gutste. Wie sieht's bei dir aus? Hä? Was? Ein Tag, eine Stunde, 53 Minuten? Okay. Lisbeth, du! 15 Stunden. Hilft nichts. Dann gibt es jetzt erstmal keine Rexe. Die Alus hatten wir ja auch erst verpaart. Das heißt, wir müssen hier zusehen, dass wir unsere Super-Trank-Darts gebaut kriegen, damit wir noch ein paar Alus tamen können. Wir können ja mal gerade kurz spinksen, wo die sich rumtreiben. Dann wissen wir das wenigstens schon mal. Ja, ich habe nur noch 5 normale Darts, also normale Pfeile, Tranquilizer-Pfeile. Wo sind die denn hin? Waren die alle da unten? Oh, guck mal, da lauert ein Skorpion im Gebüsch. Oh, Alpha Raptor. Auch nicht schlecht. Oh, da rennt ein Rex rum. Alpha Raptor. Da könnte ja was Gutes drin sein, ne? Die Rexe sehen aber auch gut aus. Hier vor allen Dingen der da hinten. Guck mal. Der da. Der sieht ja schön aus. Mit dem roten Bauch. Auch mega, ne? Und was ist das da? Das sind doch Alus, oder nicht? Ja, klar. Hier. Aber wir hatten mal so einen Riesenrudel, ne? Kann das sein? Wohin haben die sich denn verdünnisiert? Boah, Vorsicht, Alpha. Raptor. Kriegen wir die kleinen? Was hast denn du für Leben, Vogel? Schaden.
Könnte ein bisschen schwierig werden. Das Risiko gehe ich jetzt nicht ein. Könnten aber alle Rexe draufjagen. Außer die Neona. Wie wär's? Hat man wenigstens mal was zu tun. Sättel haben wir auch. Können wir eigentlich machen. Da ist nur einer. Ich glaube, das ganze Alu-Rudel ist scheinbar despawned. Erinnert ihr euch noch? Wir waren ja mal unterwegs und haben Alus geholt. Diese beiden. Oh, eine Ruine. Die ist aber neu. Die kenne ich noch nicht. Da gibt es ja bestimmt wieder eine Kiste. Ist das eine Kiste? Ist das eine Kiste? Eine Kiste? Kiste? Nö. Keine Kiste. Aber bin ich wieder blind? Nö, hier ist keine Kiste. Schade. Ich hab gedacht, hier gäbe es vielleicht eine Kiste. Oder bin ich... Doch, ich bin bestimmt blind. Ruine heißt normalerweise Kiste. Oh, guck mal, Dodo. Hallo, Dodo. Ein hübscher Gelber. Gibt's keine Kiste. Ist immer ganz was Neues. So, ich hoffe, ihr hört den Festzug nicht. Draußen geht's rumbaba, rumbaba, rumbaba. Wir haben ein Schützenfest. ansonsten muss ich leider mal muten oder ich muss jetzt was lauter reden oder Musik unterlegen oder sowas. Ich weiß noch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Bestimmt, oder? Aber heute ist der letzte Tag. Heute ist Montag. Da ist das Schützenfest schon fast wieder vorbei. Hier ist das Rudel. Guck mal, da sind sie. Allesamt, da sind sie doch. Da ist dieser Mintgrüne. Guck mal da. Und der komisch Grüne. Und die Flammenrücken auch. Schöne alles. Schöne, schöne. Aber Party. Also ich würde sagen, wir holen uns jetzt mal die Rexe. Und dann gehen wir mal Gassi. Ja, sollen wir Gassi gehen? Weil die Neona lassen wir zu Hause. Da traue ich mich nicht. Wo ist denn jetzt der Raptor? Der Böse. Ist jetzt da runtergefallen? Oh, bitte nicht. Ich will nicht bis ganz nach unten gehen. Wo war denn der? Ach, ich glaube hier, ne? Ich glaube, ich bin noch eine Etage da. Da ist er doch. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich bin eine Etage zu weit. Jetzt ist er runtergefallen. Super. Ey, du da, kommst mal mit. Komm mal mit, bitte. Komm mal mit, wir gehen mal ein bisschen weiter nach oben. Ja? Ach, du bist doch doof. Oh, der ist aber auch hübsch. Der ist so gelb, ne? Habt ihr gesehen? Da kommt er. Da kommt der doofe Raptor. Ich muss jetzt nicht landen. Ah, ne, der kommt nicht. Aber wir haben es nicht weit. Wir müssen nur hier durch das Tor und dann da runter gehen. Und dann sind wir schon da. Ja, ihr merkt schon, ich drücke mich gerade ums Bauen. Ah, ne, wir müssen hier runter. Da ist auch noch ein Rex. Ne, zwei Alus. Ach, das schaffen wir. Komm schon. Wir haben hier mittlerweile so viele Rexe, das muss doch gehen. Dum-di-dum-di-dum. So, ihr kommt mal alle mit. Wir gehen jetzt mal jagen. Wir gehen mal Gassi, ja? Welchen von euch reite ich denn? Am besten den Schwächsten, ne? Wen haben wir hier? Schnirella 140. Die kommt mit. So, die kommt mit. Folgen aktivieren. So, wer bist du? Du bist der Brüllaffe 59, du bist der Kleinste, genau. Wen haben wir hier? Neona bleibt hier. Prinz Charming, du kommst auch mit. So, dann haben wir hier noch, wer bist du? Das ist der Bootsmann, oder? Ah, nee, das ist Erika. Erika, Level 62. Ah, komm, kommst auch mit. Da hast du ja noch ein paar Kumpels, die dir helfen. Und dann haben wir noch die Lisbeth, Level 92. Die kommt auch mit. So. Und den Brüllaffen, den reite ich. Eins, zwei, drei, was? Haben wir vier Rexe jetzt am Start? Echt? Nein, drei habe ich doch gesagt, oder? Ne, vier. Na dann, aber fallt mir jetzt hier nicht runter, bitte.
Chaos. Wie war das? Ich wollte nur Gassi gehen mit euch. Folgen aktivieren, mitkommen. Kommt mal bitte von der Kante weg. Stopp. Das ist mal hoch. So. Jetzt gehen wir Gassi. Kommt. Ich muss das genießen. Ah, herrlich. Und jetzt mache ich auch eine Tür auf. Ja, wird schon gehen. Ich mache euch jetzt mal alle auf neutral. So, und jetzt gehen wir Alpha Raptor killen. Okay? Rums, Bums. Oh, ist das ein Theater hier. Wahnsinn. Da unten ist der schöne Alu. Hier zwei Alus. Die holen wir uns jetzt. Macht sie alle. Schön gemacht. Sehr schön. Lass mich mal drehen hier. So. Jetzt muss man hier irgendwo runter, ne? Für den Alpha. Oh Gott, das wird was. Doch, das schaffen wir. Oh nein, es wird dunkel. Es wird dunkel. Das ist keine gute Idee. Stopp. Warte mal. Set. Ich weiß, ich bin falsch. Time of day. Ich mache jetzt 8 Uhr morgen. Habe ich nicht drauf geachtet. So. Mitkommen. Ah. Irgendwer verletzt? Nö, ne? Denke nicht. Dürfen nur nicht ins Rudel laufen. Das wäre doof. Da hüpfen die Rexe tief heute. Da ist er. So, wer kommt zuerst? Kommt der erste Rex? Da kommt der erste Rex. So, drauf da. Ich halte mich mit dem Brüllaffen dezent zurück, ne? Gut. Gut macht ihr das. Habt ihr toll gemacht. Den esse ich mal gerade auf. Und dann holen wir uns den Alpha da hinten. Guck mal, den kriegen wir auch. Das ist bestimmt kein Problem mit 4 Rexen. Kann nicht. Kann gar nicht sein, dass das Problem ist. Hallo? Ey, Alpha! Hallo, bleib hier. Der stürzt sich gar nicht an uns. So, jetzt. Drauf. Drauf, ihr Süßen. Macht ihn platt. Kriegen wir den? Ja, bestimmt. Kommt, das schaffen die. Schon ein Verletzter dabei. Nee. Oh. Hört alles gut aus. Ey, ihr seid super. Ihr seid so spitze. Prima. Habt ihr gut gemacht. Yay. Jetzt gehen wir mal nach Hause, ja? Ah, ich bin schon lange nicht mehr mit einer Horde Rexe spazieren gegangen. Cool. Mega cool. Ja, ihr macht das ganz großartig. Nicht drängeln. Ich muss eine Stamina aufladen. Nicht drängeln. Es war gar kein Problem. Hätten wir Neona auch mitnehmen können. Hoffentlich haben die den jetzt auch gelootet und es war was Tolles drinne. Pass auf, die haben den jetzt gelootet und es war nichts drin, weil die Rexe den gelootet haben. Hm. Na, egal. Aber, ich habe den Aufgang verpasst. Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Was ist das denn? Ach, Pelagornis. Ich glaube, da vorne müssen wir lang, ne? Haben wir uns schon wieder verlaufen? Typisch. Typisch. Also nächstes Mal stelle ich euch aber auf unterschiedliche Abstände. Guck mal, den Skorpion nehmen wir noch mit. Gibt gar keinen Lootstrahl. Keine mehr da. Na, guck mal, nehmen wir den noch mit. Oh, das ist größerer. Ich hab ein paar Mal drauf rumkauen muss. So. Dödi, nee, den lass mal leben, ne? Das machen wir nicht. So viel sind wir nicht. Gab es da hinten nicht noch ein Pad?
Doch, da gab es diesen tollen Rex. Ne, den lassen wir mal. Den könnten wir uns höchstens mal angucken, wegen dem Level oder so. Chaos-Trupp geht jetzt nach Hause, ne? Hier, wir müssen den Hügel da hoch. Ja, war schon ganz gut, dass der Bootsmann den dicken Sattel hat. Hier diesen Pimp My Dino-Sattel. Der schützt ein bisschen mehr, ne? Ist ja gar nicht der Bootsmann. Wie heißt du nochmal? Hab ich vergessen. Brüllaffe. Der Brüllaffe. Ich weiß wieder. So, den haben wir auch. Ja, prima. Da hinten war noch ein Rex, habe ich gerade gesehen, glaube ich. Und die Bäume da weg. Ich sehe nichts. War da nicht noch gerade was? Ich meine, da wäre was gewesen. Guck mal, da hinten ist doch was. Ach, das ist eine Motte. Und ich dachte, das ist ein Rex. Die hat sich verkleidet. Guck mal, da haben wir noch einen Skorpion. Wer ist hin? Nicht genug Ausdauer. Ja, jetzt hüpft mir nicht immer alle im Weg herum. Wir sind hier nicht im Tanzkurs, ja? Ihr könnt mir nicht auf die Füße trampeln. Ich versuche mir das gerade vorzustellen, Rex auf der Tanzbühne. Oh, da sind noch mehr Skorpione. Einer. Ja, ist nicht schlimm. Kommen wir ja dran vorbei. So, kommt mit, ab nach Hause. So. Da sind wir doch schon wieder. Wir sind von der Jagd zurück. Hallo, Neona. Ja, ich war wieder übervorsichtig. Hallo, Pachi. Stopp. Die fallen mir gleich sonst runter. Bleibt mal da bitte stehen. Gut, ich muss aber gerade Tor zumachen. Pass auf, jetzt werde ich vom Skorpion gestochen. Nein. Alles gut. Ja, gut. Gut, dass wir das auch geklärt haben. Oh, ein Lootstrahl. Den hole ich mir jetzt. Ich will wissen, was da drin ist. Ich bin immer viel zu neugierig. Sind denn alle Rexe da? Moment. 1, 2, 3, 4. Mit denen war ich unterwegs. Und ja, sind alle da. Neona ist auch da. Prima. Da ist Lootstrahl. Ach, der ist sowieso hier drin. Siehst du mal. Brauche ich gar keine Angst haben. Hier drin passiert ja eh nichts. Nicht viel. So, gucken wir mal da rein. Wunschzettel. Ich hätte gerne... genau, das wollte ich schon immer haben. Was war denn das? Ich glaube, Raptorsattel, oder? Ja, fortschrittlich. Aber wieder nur ein Engram. Was soll ich denn damit? Mich wieder selber häkeln. Supi. So, und jetzt gehen wir mal gerade die Rexe looten. Gucken wir mal, was die noch haben. Für mich wahrscheinlich gar nichts. Und dann gucken wir uns gleich mal die Glasdächer nochmal an. Hier, Glasdach. Ich baue das jetzt einfach mal weiter und dann gucke ich mal, was mal rauskommt. Machen wir wieder Try and Fail, ne? Ich meine, ist ja auch nichts Neues. So, okay, gucken wir mal. Was haben wir da? Du warst mit, ne? Du warst mit. Oh. Okay. Ja. Ja. Die sind aber alle gespoilt gleich. Was hast du? Okay. Das geht besser. Und du? Was hast du? Ja, nix. Habe ich da drauf gesessen, ne? Okay. Nee, mit dir bin ich nicht so ganz zufrieden. Du hättest ein bisschen besser looten können. Und du? Was hast du für mich? Nix. Und du? Wow, ich bin begeistert. Super. Ey, es ist ja... Was ist das? Rockfell-Rezept. Hier ein paar Pfeile, die kann ich brauchen, aber... Also, Leute, ihr könnt euch mal ein bisschen besser anstrengen, ne? Nächstes Mal.
Oh Mann. Warst du nicht auch mit? Achso, bei dir hatte ich schon geguckt, ne? So. Gut, dann gucken wir uns jetzt mal das Haus noch an. Was müssen wir denn da machen? Haben wir auch schon wieder 19 Minuten jetzt, ne? Wahnsinn! Die Zeit geht so schnell um. Hatten wir eigentlich noch irgendwelche Bauteile dabei? Oder eher nicht? Fall da nicht rein, Vogel. So, gucken wir mal. Nee, der Vogel fällt nicht rein, aber ich. Super. Nein, alles gut. So, was haben wir denn hier? Wir hätten die 4, da hätten wir noch diese hier, aber da muss ich erst das Dreieck setzen, ne? 6, so ein Dreieck brauche ich. Nee, auch nicht. Brauche ein schräges Dreieck. Habe ich so eins dabei? Oder muss ich so eins noch bauen? Ah, sloped glass wall left. Nee, das ist falsche. Das brauche ich nicht. Ich brauche hier diese schrägen Dinger. Zwei Stück. Und dann gucken wir mal. Weil ich habe das Gefühl, ich hatte einfach nur Denkfehler. Mal sehen. Du kommst vom Boden. Ich glaube, ich muss da hinten rüber, ne? Zeichens. Genau, das brauche ich. Sag mal ja. Was hat man da? Hier, die brauche ich aus Glas. Da draußen wieder. Uff, dat da. Uff, dat da. Ach so. Wie immer. Give Engrams. Ich habe die Engrams wieder nicht. Wieder typisch. Habe ich wieder vergessen. Ja, weil ich heute eigentlich gar nicht bauen wollte. Waren ja spazieren. Oh, Doppeltüren. Oh. Oh, das ist aber schön. Genau das habe ich mir gewünscht. Auch gerne noch eine Nummer größer, aber. Oh. Und was ist das? Was ist das denn? Tegram S plus Sloped Vacuum Compartment. Okay. Sagt mir nichts. Achso, das ist der Tech-Generator. Ich dachte so, das kennst du doch alles gar nicht. Was ist das denn? Nee, ich lasse mich hier wieder ablenken, ne? Oh. Oh. Also brauche ich einen Bienenstock für. Und Bluttransfusion. Okay. 50 schwarze Perlen. Wow. Nee, das will ich gar nicht. Ich möchte eigentlich. Mach mal hier so Ordner, sonst finde ich doch gar nichts. Hier, Glas. Das will ich. Und zwar möchte ich das nicht, das nicht. Das? S plus Glas Triangle Ceiling. Nein, das ist das nicht. Wo sind das jetzt wieder? Was ist das? S plus Glas Half Wall. Double Door Frame. Oh! Ja, das wollte ich haben. Oh! Da tun sich neue Dinge auf für mich. Guck mal. Ey, die müssen wir bauen. Die müssen wir auf jeden Fall ausprobieren. Das will ich, das will ich, das will ich. Das will ich sehen. den hast du jetzt nicht gebaut, ne? Hier, mach mal. Das will ich mir auf jeden Fall angucken. Vielleicht können wir damit was anfangen. Das ist neu, das ist neu. Das finde ich supi. Das muss man ausprobieren. Halbe Glaswand, Mensch. Cool. So, pass mal auf, das brauchen wir. Das haben wir. Das müssen wir auf jeden Fall ausprobieren. Was ist das hier? Achso, das war. Ah. Ich komme wieder durcheinander. Und ich lasse mich wieder ablenken. Ist wieder typisch, ne? So, pass mal auf. Ich gehe jetzt mal nach. War ich da noch nicht fertig mit Bauen? Nee, scheinbar nicht. So, wo können wir denn? Wo können wir denn? Mach mal die Tür auf. Boards up. Lass mich mal da rein. Wo können wir das denn mal ausprobieren? So eine halbe Glaswand. Hier können wir die mal hinstellen. Vielleicht sieht die ja schöner aus als so ein Geländer. Obwohl, hier wollten wir ja eigentlich eine Mauer einsetzen, ne? Ich will die Glaswand angucken. Die Glaswand. Dummdi-dumm. Hier können wir die mal angucken, oder? Ach, wir stellen die einfach dahin. Ist ja S plus. Das können wir ja wieder aufheben, oder? Gucken wir mal. Ich stelle die wieder da. Ich stelle die dahin. Komm mal her. Oh. Dicker Rahmen, hä? Aber cool. Warte mal. Vielleicht kann man das noch einstellen. Select Model. Oh, wie cool. Zwei Seiten. Nee, das nicht. B. Nee, sieht doof aus. Eine Seite.
Ja, da sieht man vom Rest ja nichts. Das wäre ja ziemlich dämlich, ne? Drei Seiten. So. Ecke. Ja, man sieht es jetzt nicht, aber ich würde fast sagen, drei Seiten A würde, glaube ich, gut aussehen. Nee, sieht nicht gut aus. Dann denkt man, da ist nichts. Drei Seiten B. Naja, der Rahmen ist ein bisschen dick, ne? Aber ansonsten, doch, ist cool. Ist cool. Ist nicht übel. Aufheben kann man es auch, ne? Ja. Und wir können die Transparenz aus. Ein. Was? One way in out. One way out in. Nee, ich will es in opak. Ah, Moment mal. Und wenn wir jetzt den Rahmen ausschalten, sieht das bestimmt gut aus. Select Model. No Sides. Oh. Nee, sieht komisch aus. Zwei Seiten. So. Aha, da kommen wir der Sache schon näher. Hey, das sieht cool aus. Naja, so halb cool. Was gibt's da noch? Aufheben? Change Transition Cycle Model? Nee. Wie wär's denn, wenn wir das mal so opak, aber nicht so ganz machen? So ein bisschen nur. Geht das? Nö. Nö. Achso. Nee, also das ist komisch. Das kann man nicht machen. Das muss man dann schon in Opak machen, aber irgendwie geht das hier nicht so toll. Ich hätte umstelle. Naja. Okay, also wieder was gesehen, ne? Was Neues. Aber was grisselt denn da so komisch? Da, seht ihr das Geblinke auf der Fläche? Merkwürdig. Das haben wir ausprobiert. Was wollte ich denn jetzt? Das habe ich wieder vergessen. Ach so, doch. Doppeltür, Glas Double Door Frame und den Glas Double Door Frame Door Structure. Kann man ja auch aufheben, ne? Ach so, Moment. Door Frame, was? Oho. Fehlt ein Einrastpunkt. Da fehlt bestimmt der Rahmen für. Ich brauche einen Türrahmen. Habe ich gar nicht gebaut. Hallo? Lass mich da runter. Lass mich da runter. So. Portsub. Eine Doppeltür. Da fehlt noch so ein Türrahmen. 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 Glas. Achso, Moment. Das ist doch der Doorframe. Du Trottel. Das ist eine Tür. Ha. So, die bauen wir jetzt aber noch auf und dann geben wir uns nächste Folge nochmal ein Dach. Dann gucken wir mal, was da zu tun gibt. Ich will nur mal gerade die Tür. Ja, ich weiß, ich brauche die hier nicht, aber ich will die wenigstens mal hinstellen, ne? Mal gucken, wie das aussieht hier. Kann man ja aufheben, woanders hinbauen. Da ist sie. Nee, ne? Das ist nicht das, was ich wollte. Das ist nicht das, was ich brauche. Ich wollte keine Doppeltür über eins. Das ist. Ja. Ginkgalitzchen. Das kann ich mit der normalen Tür ja auch machen. Antiweil. Ja, gut, sie sieht schon besser aus. Das muss man so mal sagen. Nein, ich wollte eine Tür haben, zwei hoch, zwei breit. Die gibt es ja nicht mal in der Gate Mod. Weil, wenn man nämlich dann blöd gebaut hat und man muss da zwei machen und nicht eins, man muss ja dann immer gerade bauen, gerade Anzahl. Und wenn man dann mal, ja, bei ungerade geht das hier. Ja, ich wollte aber zwei. So, zwei, eins und zwei und dann so eine Schwingtür in der Mitte, so. Das geht wahrscheinlich nicht. Ja, gut, aber sie ist schick. Doch, sie ist schick. Kann man dann noch was machen? Set los, Delay, schließen,
Hödebe, hödebe, ich möchte auch einstellen, dass diese blöden Rahmen weg sind da in der Mitte. Geht auch nicht. Oh, schade. Naja, naja, naja. Noch eine Tür, die mich nervt. Zack. Sollte es besser zubleiben, sonst falle ich da wieder runter. Ich kenne mich doch. Nein, heben wir auf. Das bleibt nicht da. Gut, okay, nächstes Mal gucken wir uns dann doch mal das Dach an. Wir haben nämlich jetzt schon wieder eine halbe Stunde. Ach du meine Güte, die Zeit geht so schnell um. Was haben wir denn heute alles gemacht? Keine Ahnung. Ah doch, wir waren mit Rexen spazieren. Ist ja auch mal was. Okay, ihr Lieben, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Arc 4 Jahreszeiten, Frühlingspark oder im Waldfest. Also macht's mal gut. Ciao, ciao.